Ja, hi miteinander. Wie ihr vielleicht von der Umgebung her seht, bin ich diesmal nicht daheim in Zürich, sondern wir sind auf Gran Canaria. Und zwar machen wir Strandurlaub, Meeresurlaub, Resorturlaub, wie immer man es zeigen soll. Allerdings auch mit ein bisschen Kletterer. Ich schau mal, das könnte ein Klettervideo gehen. Überlege mir noch, was wir da genau machen. Aber jemand denkt, damit ihr wenigstens ein bisschen Content mitbringt, mache ich nochmal ein kleines Q&A. Ich habe nämlich noch jede Menge Fragen übrig vom letzten Mal und habe mir gedacht, die könnt ihr beantworten. Damit es nicht allzu langweilig ist, würde ich das so machen, dass ich einfach verschiedene Spots im Hotel nehme, von der News Film, und euch halt einfach zeige, wie es da ausschaut. Im Prinzip aber so ein dieses Tropical Feeling für euch mitgibt. Ja, was heißt Gran Canaria? Wir sind fast auf der Höhe von der Sahara, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche von der Karte her. Und insofern, ja, es ist wirklich cool da. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade im Hintergrund die Papageien hören, aber da sind überall Papageien. Das kann dann aber gleich. So, es wären 4-5 Fragen, die ich beantworte. Und ja, ich stelle jetzt die Kamera mal an und dann schaue ich, ob ich ein paar Papageien vertrieben kann. Dann legen wir los. Ja, bevor wir loslegen, da oben sind sie, die kleinen Frechdecks, sehen das, die machen so viel Krach. Das ist so cool. Gut, jetzt aber. Erste Frage. Also, legen wir los. Ich sage, ihr habt mein Handy in der Hand, weil da habe ich eure Frage drauf. Ich fange mit der ersten Frage von Marc an und der fragt mich, wie verhält es sich beim Prusik mit dem Durchmesser der Seilschlinge, wenn ich diese um ein doppelt gelegtes Seil binde? Ja, das ist natürlich immer eine Frage. Welcher Durchmesser nimmt man für im Prinzip ein Prusik? Ich benutze einfach immer 5 bis 6 mm. Das ist die Dicke von meiner Prusik. Ist einfach relativ universal einsetzbar, weil man muss dazu wissen, je dünner die Prusik ist, desto besser biest sie. Das heißt, wenn ihr ein dünnes Seil möchte, dann möchte ich eigentlich eine dünnere Prusik. Wenn ihr dann allerdings ein dickes, sperriges Seil habt, sagen wir jetzt mal 10 mm, oder zum Beispiel mein Hochtourerseil von Mammut, das ist 9,5 mm, dann ja, kannst du sehen, dass der relativ schnell biest und dann beim Abseilen oder so ist eher ein bisschen nervt. Und ich habe für mich einfach herausgefunden, dass so 6 mm sind für mich die goldene Mitte, was das anbelangt. Und mit einer 6 mm Prusik, ich meine, man hat im Zweifel immer noch Haltekraft von was sind, 7,2 kN, also 720 Kilogramm. So, ja, ich glaube, ist richtig. Schlagen wir jetzt nicht, wenn ich es falsch umrechne. Aber müssten 720 Kilogramm sein. Und ja, von daher, für mich Prusik, sowohl im Einzelseil als auch im Doppelseil, 5 bis 6 mm ist die goldene Mitte. Damit habe ich eigentlich die beste Erfahrung gemacht. Und ja, damit nächster Spot und nächste Frage. Düdeldüdeldü. Und wo beantwortet ihr die nächste Frage? Kann man gleich mal ans Meer haben? Ich glaube, wir können gleich mal ans Meer haben. Haben wir zuerst noch was anderes? Ah. Nice. Da haben wir uns rein, komm. So, ihr habt jetzt da reingeguckt, haben natürlich ganz verantwortungsbewusst mir die Schuhe ausgezogen. Und dann schauen wir uns jetzt mal die nächste Frage an. Das ist interessant. Da würde ich sie jetzt, ihr könnt mir übrigens immer duzen, aber ist natürlich trotzdem sehr nett. Vom Markus. Der Markus fragt mich, können Sie mir die Vorteile gegenüber dem Sichern mit HMS erklären? Ich habe von Anfang an gelernt, mit HMS zu sichern und tue dies seit meinen Anfängen. Die Frage ist postet worden unter meinem Video zum Umgang mit einer Alpine Tube. Ja, was ist der Vorteil gegenüber Sichern mit dem HMS? Ich finde im Allgemeinen ist Sichern mit der Tube ein bisschen runder. Also gerade wenn man über den Körper sichert. Zweitens, Halbseiltechnik. Du kannst nicht zwei Halbseile mit einem HMS-Knoten im Prinzip in einen Karabiner hineinlegen und damit sicher. Es hat den Grund, dass du dann im Knoten durch die unterschiedliche Dehnung der Reibung, durch die Dehnung der Seile, die ja im Prinzip um den Knoten rundum laufen, hast du eine Reibwirkung im Knoten drin und das kann dir ein Seil durchtrennen. Im schlimmsten Fall auch beide. Also HMS-Knoten ist nichts zum Sichern, wenn man zwei Seile in einem Karabiner sichern will. Ansonsten hat der Tube natürlich den Vorteil, dass man eine Lochplattenfunktion hat, wenn ich Nachsteiger sichere, also so eine selber gemachte Blockierfunktion.
Und ich finde, mit dem Tube kann man ein bisschen komfortabler abseilen als mit dem Karabiner. Ich glaube, mit zwei Karabiner auch relativ gut. Allerdings, ja, wie gesagt, da finde ich der Tube auch nochmal ein bisschen besser. Von der Bremskraft her, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da finde ich, ist der Tube ein bisschen unabhängiger von der Seildicke. Ich habe festgestellt, wenn ich mit dem HMS gang und ich habe ein relativ steifes, dickes Seil, dann ist das schon ordentlich Arbeit, wenn ich da jemanden durchsichern will. Umgekehrt muss ich ordentlich festheben, wenn ich wirklich ein sehr dünnes, einfaches Seil habe. Ne? Gerade wenn das nur so ein bisschen kabelig ist vom Feeling her, braucht das schon mal ein bisschen, ja, Kraft. Von daher, was gibt es bei der Tube sonst noch? Ja, natürlich, immer ein Tube gibt es mittlerweile verschiedene Breiten. Ne? Also es gibt zum Beispiel das normale ATC Guide. Das hat die, ja, Standardrillen in der Tube-Binde. Es gibt aber zum Beispiel auch das ATC Alpine Guide, hast du, glaube ich. Das hat speziell schmalere Rillen für Halbseile oder halt Zwillingsseile in dem Fall, die sind nur schmaler. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich eine Tube nutze. Man sollte den HMS-Knoten auf jeden Fall können. Tube ist für mich eher was, wenn ich richtig klettere gang. Und HMS ist halt für mich eher so Hochtouren, Bergstiege, so in der Ecke. Ne? Und dann würde ich sagen, nächster Spot. Hup. Karte. Und das Meer. Ja, jetzt sitzen wir am Meer. Ich hoffe, ihr hört mich. Und wir kommen zur nächsten Frage. Es ist übrigens lustiger, wie auf Gran Canaria gar nicht so einfach einen Platz am Meer zu finden, wo niemand im Swing kann oder oben auch nicht rumläuft. Also, ich weiß nicht, ob euch das stören wird im Video, aber zumindest YouTube wird es stören. Von daher machen wir das jetzt einfach mal netter. Gut, also Frage. Und das sind zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen. Ich hoffe übrigens, man hört mich vom Dorn her, es tut mir recht leid, weil im Hintergrund rauscht es mehr, aber immer, wir sind am Meer. Ne? Also, die erste Frage ist, und da geht es jetzt wahrscheinlich eher um Grundlage vom Klettern. Kannst du mal erklären, wie man das Seil wiederbekommt, wenn man sich abgeseilt hat? Naja, also grundsätzlich ist ja beim Abseilen die Überlegung, dass du einen Anker hast. Das ist normalerweise in 90% der Fälle ein Anker, der dort fest installiert ist, sprich ein vorgebohrter Anker mit mindestens zwei Bohrhaken und einem Ring. Und durch den Ring fädelst du das Seil durch. Das heißt, du hast beide Enden vom Seil abhängen. Und an den beiden Enden seilst du dir dann gleichzeitig ab. Wenn du jetzt zwei Halbseile hast, dann bindest du die halt zusammen und der Knoten ist oben am Ring auf einer Seite und die beiden Halbseile hängen ab. Das heißt, du kannst mit einem Einfachseil, mit einem 60 Meter, weil du sie in die Hälfte nehmen musst, kannst du 30 Meter absohlen und mit zwei Halbseile, weil du zweimal 60 Meter hast, kannst du die 60 Meter absohlen. Und am Ende, wenn du die abgesohlt hast, dann ziehst du das Seil einfach ab. Das eine Ende geht hoch, musst aufpassen, dass du die Knotenhupfe machst, damit du es abziehen kannst. Also sprich die Knoten, die am Ende im Seil drin sind. Und ja, dann ziehst du das Seil durch und so bekommt man das Seil wieder nach dem Abseilen. Die zweite Frage, die damit so ein bisschen in Zusammenhang steht, weil es, ja, sag ich mal, eher Grundlagefrage sind, ist: Servus Fabio, wie bekommt man die ganzen Expressen wieder zurück? Klippt der letzte Nachsteiger die wieder aus und klettert bis zur nächsten, klippt die wieder aus und so weiter. Also wie bekommt man die Expressen zurück? Und ihr weiter, das ist jetzt mal ein bisschen, wie bekommt man insgesamt Material zurück? Also, da müssen wir unterscheiden zwischen Sportkletterer, wo man eine Seillänge hat, und zwischen Mehrseillänge klettern. Beim Sportkletterer mit einer Seillänge ist es relativ einfach. Man klettert, 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 bis man oben am fest installierten Anker ankommt. Den gibt es normalerweise. An dem Anker bindet man sich um, je nachdem. Man fädelt das Seil durch, wie auch immer der Anker ausschaut. Auf jeden Fall hat man irgendwann das Anker, das Seil oben im Anker drin. Und der einfach unten sichert, kann einen dann ganz normal mit dem Seil ablassen. Darum braucht man für, sag ich jetzt mal, eine Sportkletterei mit 30 Meter mindestens ein 60 Meter Seil, damit man den Seilpartner wieder ablassen kann. Und der Seilpartner nimmt auf dem Weg nach unten, also der Vorsteiger auf dem Weg nach Abe, wenn er abgelassen wird, nimmt er das Zeug einfach wieder mit. Beziehungsweise er kann es natürlich hängen lassen, wenn dann der zweite noch irgendwie klettern will, aber grundsätzlich, wenn er abgelassen wird, nimmt er es einfach wieder mit. Beim Mehrseillängerkletterer, da macht man es so, der Vorsteiger steigt vor,
Und der Vorsteiger ist ja dann irgendwie an einem Stand, sei das jetzt ein fest installiert oder ein selber Bauter. Und der, der den Vorsteiger gesichert hat, wird denksichert und stickt hinterher. Und dann stickt wieder der Vorsteiger nach und der andere stickt wieder hinterher. Dort ist es so, dass im Prinzip die Person, die als letztes kommt oder als zweites, je nachdem, die kann es materiallos vernehmen. Das können natürlich Expressschlingen sie, das können aber natürlich genauso Klemmkeile, Frans, Schlinge etc. sie. Und so funktioniert es eigentlich auch beim Bergsteiger, wenn man dort, oder bei Hochtouren, wenn man dort Situationen hat, wo man jetzt sieht, okay, jetzt müssen wir mal ein Stückchen sicherer oder zumindest wir konnten nicht gleichzeitig am laufenden Seil, sondern wir dann nacheinander und selbst am laufenden Seil. Der erste geht vor, platziert das Material und der zweite kommt hinterher und nimmt es mit. Anders ist es eigentlich wirklich nur beim Sportkletterer, wenn man dieselbe Seillänge wieder abgelassen wird, oder zum Beispiel beim einen Seillänger Sportkletterer, dieselbe Seillänge abgelassen wird, die man ja vorher hochklettert ist. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet hat. Da muss ich jetzt sagen, da haben wir jetzt natürlich viele Themen angeschnitten, so ein bisschen. Ne? Wenn der Abschnitte abseile und ich kann in einem Q&A-Video jetzt schlecht erklären, wie man wirklich abseilt, das wäre ein eigenes Tutorial. Da gäbe es so wirklich genug dazu. Aber einfach so grundsätzlich, ja, beim Abseilen, man seilt immer an zwei Strängen ab, damit man einen Strang wieder abziehen kann. Der Unterschied ist natürlich bei Fixseilen, die dort fest installiert sind, aber das wirst du wahrscheinlich nicht machen. Und ja, das ist schon normalerweise nicht der Fall, wo du nachher ein Seil abziehen musst. Also, ach, da fällt mir dazu noch was ein, genau, zum Seilabziehen. Es gibt auch noch den Beel Escaper. Ist jetzt ein bisschen viel, ich benutze den noch relativ, ja, oder ich habe ihn immer dabei als Notausstieg und auf manchen Routen benutze ich ihn auch bewusst, damit ich ein kürzeres Seil zum Abseilen mitnehmen kann. Beel Escaper ist eine Möglichkeit, wie man auch das Seil wiederbekommen kann. Schonen euch einfach mal an, ich finde das Ding funktioniert großartig. Okay, so viel dazu. Jetzt haben wir vier Fragen und ich würde sagen, ich suche mir jetzt den letzten Spot. Nochmal mehr Seite. Und das war's. So, wir sind wieder im Hotel und ich habe wieder meine Fragen. Ich habe mir extra so ein bisschen aus dem Bild genommen, damit ihr da hinten seht, wie schön sie ist. Also. Der Tim hat mich gefragt, sind das Steinlehauen? Könntest du auch mal was darüber berichten? Okay, Bergsport Steinlehaue. Für alle, die sie nicht kennen, was sind Bergsport Steinlehaue? Das sind im Prinzip Hauer für Nomic oder Quark oder viele andere Eisgeräte und Frontpoints, die von Michael Steinle produziert werden. Der ist bei Bergsport Steinle, aber der ist in der Nähe von München. Und das sind halt so Aftermarket-Haue, die man anstatt der, ja, sag mal Herstellerhauer benutzen kann. Sie sind ein bisschen teurer. Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Ich finde sie sehr gut. Ich benutze allerdings eher auf härtere Eistour, also wo es wirklich um technisches Klettern geht. Sie sind einfach relativ bissig. Das heißt, wenn man damit jetzt eine WI3 klettert und man haut ordentlich rein, dann hat man zum Teil schon wirklich Probleme, sie wieder runter zu kriegen. Und es ist dann fast ein bisschen, ja, mehr Kraft saugend, als wenn man jetzt wirklich die normale Herstellerhauer nimmt. Ja, mit der Frontpoints genauso. Wobei die Frontpoints, die habe ich wirklich bei allen Touren, also sprich die Frontalzacker, die EO herstellt, die habe ich wirklich immer, wenn ich Eis klettert. Vorteil von deiner ganzen Geschichte, sie sind auch härter als die normale Fabrikshaue und ich finde sie persönlich angenehmer zum Nachschliefen. Allerdings braucht es halt Diamantpfeile, weil sie gehärtet sind. Jemand denkt, ich mache gerade nur Bonusfrog und zwar, ich habe relativ, ja, lustig von der von Maurizio. Warst du schon einmal verschüttet? Und er meinte mit Lawine. Nein, war ich nicht. Wird hoffentlich und nie passieren. Das ist im Winter mein Nummer 1 Ziel. Also so, ich sag mal, sobald die Wintersaison losgeht, egal ob Eiskletterer, Skitourer, Freerider, Lawine, Lawine, Lawine. Passen da wirklich auf, meines Erachtens noch eine von der gefährlichsten und unvorhersehbarsten Sachen, die es in der Berg gibt. Die muss man ernst nehmen. Verschüttet worden? Nein, wird hoffentlich nie passieren. Und ist ehrlich gesagt meine größte Angst, weil, ne? Gut, das war's. Ich sag danke fürs Einschalten. Wie gesagt, weitere Fragen, also ich habe noch ein paar, aber trotzdem, wenn ihr Fragen habt, schreiben sie unten in die Kommentare rein, würde mich freuen. Ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.